Willkommen zurück zu Let's Play Quake. So, das hört sich schon gar nicht so toll an dort unten, aber wir nehmen uns hier mal das hier und dann rennen wir los. Und töten hier so schnell wie wir können alles, was wir finden. Solange wir das so einfach können. Das ist schlecht, das ist ganz schlecht, das ist sehr schlecht. Verschwinde doch mal. Verschwinde von mir. Oh, das sind zwei plötzlich. Einer ist tot und der zweite ist auch tot. Hier sind Knöpfe. Rein noch. Okay, wir speichern mal kurz. Das hier ist jetzt übrigens mittlerweile das vorletzte Level. Aua. Toll. Ja, toll. Und nun? Au! Goldene Schlüssel. Und zweimal fast gestorben dabei. Ist da oben was? Aha. Aha. Ach, das hätte doch jetzt echt nicht sein müssen. Ich sehe, dass das wieder der Start ist. Ja, und jetzt nochmal. Zwei? Hm. So, dieses Mal nicht davon treffen lassen. So. Getötet, bevor es sich überhaupt bewegt hat. Gut, den goldenen Schlüssel haben wir dann schon mal. Ich sehe euch, ich sehe euch. Ah, wo ist Schleim herum? Speichern nach dem unteren. Ach, diese Schleime sind doch echt die nervigsten Gegner im Spiel. So. Warum müssen die unbedingt explodieren, wenn sie sterben? Er hält auch schon wieder so viel aus. Was ist das denn hier? Ah. Erwartet doch gleich einen Gegner. Ja, hier. Aber der kommt nicht an uns ran. Der kommt einfach nicht an uns ran. Der, das ist doch perfekt. So, okay. Den Secret-Raum mag ich dann doch. Wenn die Gegner nicht an uns rankommen. Was? Ich würde singen. Na ja, gut. Es ist das vorletzte Level. Da erwarte ich jetzt auch noch nicht ganz so viel Schwierigkeit. Das dann im nächsten Level, bitte. Und dann vor allem im letzten. Also das nächste ist ja das letzte normale Level. Danach gibt es nur noch einen Endboss. Okay. Irgendwas haben wir dort vorne bekommen. Ich erkenne doch nicht genau, was es ist. Ja, natürlich kommt. Natürlich. Egal. Beide sind tot. Speichern und runter. Wir laden nochmal neu. So, jetzt habe ich kurz gewartet. Ah, wir haben. Musste da jetzt noch so viel spawnen. Ich also klar. Der Part ist noch nicht lang. Ja, warum? Das ist doch echt. Das muss doch nicht sein, dieser Gegner.
Ja, ich lade eh schon wieder neu, weil wir jetzt schon direkt wieder tot sind fast. So. Er ist tot. Ich glaube, der hat sich sogar selber umgebracht. Aua, aua, verschwinde. Okay, das ist auch ein Schlüssel. Glaube ich. Ja doch, das ist auch einer, der silberne. Jetzt stirb doch mal. Danke. Was ist denn hier vorne? Ah, einfach nur Leben und so. Sehr schön. So. Dann bombardieren wir die da unten ein bisschen. Einige sind auch schon tot. Ja, natürlich kommt er genau jetzt da durch. Ist ja komisch, dass er genau dann da durchkommt, wenn ich gerade da runter will. Da ist noch irgendwo einer. Die machen so viel Schaden. Wenn sie sterben, aber auch nur. Ich will jetzt hier nicht dauerhaft neu laden, weil ich einen Gegner töte. So, war der letzte immerhin. War doch nicht der letzte. Er ist im Wasser. Wenn wir da runter müssen, da will ich jetzt nicht mehr runter. Wohin sind wir hier lang? Och nö. Ja, dann lade ich neu. Ah, der ist ja bei mir. Wo kommt der denn her? Ach du. Blöder Schleim, bleibt da unten. Dann komm nie wieder raus, ertrinke, falls es möglich ist. So, beim letzten Mal sind wir ja links lang. War mal. Jetzt sollen wir dann wohl hier unten lang. Was ist denn hier? Ach nichts, der Aufzug bringt uns einfach um. Ja, toll, der Aufzug hat uns umgebracht. Passt. Da oben ist ein Portal, da müssen wir dann wohl hin. Und... tot. Hä, was? Achso. Da waren noch Leben hinter uns anscheinend. Ich will gar nicht wissen, was da im Wasser ist. Da ist einer, da ist einer. Wo kommt der denn her? Komm ich hoch. Bleib du, du kannst aber gerne unten bleiben. Ich brauche dich nicht im weiteren Verlauf des Spiels. Da will ich nicht rein. Ist schon gut so. Dort ist irgendwelche Gegner sind dort im Wasser. Da kommt man nicht drauf. Das lassen wir nochmal da. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Stelle. Das
ist das denn? Warum kommt da Blut raus? Also das ist ja toll. Aha. Ja, Moment mal. Hat sich also ein Schleim rein verirrt. Aua, ertrinken, nicht gut. Speichern. Und dann nehmen wir uns diesen Ring und dann runter da. Vielleicht nehmen wir uns alles hier. Und runter. Jetzt sind wir hier. Weil er nur komplett verschwendet. Okay, aber was sollen wir nun machen? War da irgendwas im Wasser, was ich nicht gesehen habe? Irgendwie ein Knopf, ein Schalter, irgendwas. Muss ja eigentlich so sein. Ist aber nicht so. Den goldenen Schlüssel haben wir hierfür benutzt. Sehr gut, dann müssen wir wohl hier vorne mal lang. Hinter mir. Oh, na toll, diese... Würden die nicht explodieren, wenn sie sterben, dann hätte ich das überlebt. Egal, wir wissen jetzt, wo wir lang müssen. Ich bin gerade am überlegen, was ich mitnehme. Und jetzt, wenn ich gut bin... Was ich nicht bin. Dann nehmen wir uns diesen Ring mit. Und. Wir leben. Den Schaden. Multiplizierer. Ach, das ist doch. Schnell hoch. Und hier runter. Na gut, das erste läuft schon ab. Es schützt mich allerdings nicht vor deren unfair viel Schaden. Willst du auch mal sterben? Oh, ich will da nicht nochmal runter. Vielleicht müssen wir jetzt alles hier oben machen. Ich gehe da, glaube ich, doch lieber runter. Na, wobei. Jetzt hat er uns gesehen. Nee, doch nicht. Was macht er denn da unten? Ich glaube, der kämpft gerade gegen die Schleimer. Dann gehe ich da mal weg. Oh, nö. Aua. Ach, tot. Okay, also der eine dort unten ist tot und hat, glaube ich, zwei Schleime mitgerissen in den Tod. Aber ein Schleim ist da halt noch. Aha. Oh. Ah, gut, immerhin der Schleim ist tot. Das macht durch das Holz Schaden. Toll. Machen wir das anders. Jetzt, wo ist er denn?
Ah, da steht ja genau unter der Treppe, das ja. Wunderbar. Aha, getroffen. Aha, nicht mehr getroffen. Ja, natürlich. Jetzt stirb doch bitte mal. Danke. Oh, wir nehmen den. Hat sich oben nun was geöffnet? Ja, oben. Gut, der Ring war ja komplett verschwindet. Ich weiß nicht, wo. Wir laden nochmal neu. Und aktivieren das da vorne vorher. Hä? Weiß nicht, ob ich das gerade versch. Ja, doch. Also, ja, die Wand ist runtergekommen. Dann ist jetzt ja oben. Wohl der weiter Weg. Ja, hier. Jetzt stirb. Ach, Mann. Jetzt geh doch mal sterben da unten. So, gut. Der andere ist dort vorne. Na gut, das wird so nichts. Würde er sich mal nicht so viel bewegen, dann der ist tot. So, speichern, dann springen wir hier drauf und fallen und ja, komplett drüber. Zum Glück habe ich gespeichert. Die Rüstung dort vorne hätte ich gerne. So macht man das übrigens nicht. Achso. Ja, wie verspätet ist der denn gerade gesprungen? Und wie kurz ist der jetzt gesprungen? So. Nur nicht zurücklaufen. So. Und viel besser. Und jetzt da drauf. Gut. Wie komme ich jetzt da rein? Gut, dann lassen wir das halt da. Wie ist das denn auch hier im Pausenmenü explodiert? Das ist so...
Na endlich, jetzt ist der Tod nicht laden. Und jetzt muss ich nur noch da wieder drauf schaffen. Erst dort vorne lassen wir jetzt einfach, weil dann müssen wir eigentlich nochmal komplett rum. Und ich habe eben gehört, als ich hier drauf gelandet bin, dass irgendwas ausgelöst wurde, oder auch nicht. Wir müssen da einfach nur reinspringen. Das sollte doch nicht so schwer sein. Ha! Ach, da sollen wir dann rein. Der ganze Auf... Der ganze Aufwand gerade für einen Raketenwerfer. Das hat sich ja gar nicht gelohnt. Ich muss ihn halt hart zerstören. Ja, die Schleime sind wieder da. Aber rechts ist was, was mir Schaden macht. So. Raus hier, raus hier, raus hier, verschwinde! Ja, geschafft. Gut, keine Lust mehr gehabt, gegen die Gegner zu kämpfen. So, aua. Jetzt muss ich ja hier speichern. So. Das ist nun das letzte Level. Danach gibt es noch einmal den Endboss. Aber der ist, glaube ich, nee, der ist nicht in diesem Level. Ich glaube, für den gibt es ein extra Level. Naja. Aber hier beende ich dann nun erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.